Als erstes wird am Achterschiff eine Baumstütze angebracht. Diese ist notwendig, da der angehobene Kiel im hinteren Teil etwa 10 cm über das Deck hinausragt und so das Aufstellen des Mastes behindert. Dann wird der Mast über die Rolle der Maststütze nach Achtern verschoben. Bevor der Mastfuß in der Lokschiene mit einem Bolzen befestigt wird, sichere ich den Mast ab, da der Schwerpunkt des Masts sich hinter der Maststütze verlagert hat. So kann man in Ruhe noch einmal alle Wanten und Seile kontrollieren, damit sich nichts verhackt. Jetzt werden die Unterwanten mit einem Seil mit Feder durch die an beiden Seiten in Höhe der Lokschiene angebrachten U-Bolzen gezogen und an der Augplatte am Beginn der Griffleiste befestigt. Der nächste Schritt ist der Stab, den ich als Zugstab bezeichnen möchte, zur Befestigung des Vorstags. Mit den Wandenspannern kann die senkrechte Stellung des Zugstabes eingestellt werden. Seine Seile mit den Federn werden am U-Bolzen direkt befestigt. Der Zugstab wird mit dem Windendraht verbunden, welcher auf entsprechende Länge ausgezogen ist. Aufgestellt. Und mit einer Hilfsleine abgesichert.
Jetzt wird das Gabelterminal des Furstags im Kopf des Stabes eingeklemmt. Mit Hilfe der Winde des Trailers kann nun der Mast angehoben werden. Ist der Mast senkrecht und der Stab waagrecht? Wird das Gabelterminal mit dem Augterminal verbunden? Danach kann das System abgebaut werden. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufstellen des Mastes vom Boot aus. Hierzu existiert auf dem Vorschiff eine Position, auf der eine von oben zu bedienende Winde angeschraubt werden kann. Das Zugseil der Winde wird dabei über einen Block am Bug mit dem Zugstab verbunden, und so kann der Mast auf gleiche Weise aufgestellt werden.